Lara Kopf und der Tempel des Osiris. Auf jeden Fall Kapitel richtig ausgesprochen. Angespielt habe ich schon mal. Und bei euch spiele ich es nochmal neu. In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück, allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen, Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land, bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also, der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha, diesmal nicht, Croft! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden. Und dann wird Anubis über euch richten. Nimm den... So, die Frau hat erstmal den Rückquatsch. Ich werde erstmal den Ton nochmal ein bisschen runterdrehen. Halt mal ein bisschen runter. So. Wollte der Untertitel mit drin haben? Ah, dann mach ich's mal rein. So, zack. Okay, dann wollen wir mal. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit weg wir sind. Schnell, Sterbliche. Du bist hier nicht sicher. Ich hab jetzt schon mal angespielt, das Spiel. Vor ein paar Tagen, das ist richtig geil. Deswegen sind wir hier auch schon mal mit den Tasten hier alle vertraut. Nee, das habe ich schon. Kann man hier schön einsammeln, alles. Was ist das? Das Mal von Seth. Er ist noch immer in der Duat gefangen, hat aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. Hatten einen kleinen Absturz, der spürt. Müssen wir das mal kurz hier von vorne machen. Warum auch immer. Ja, verdammt. Was ist das? Das Mal von Seth. Er ist noch immer in der Duat gefangen, hat aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. Haben wir hier so einen super Stab und dann... Weiter. Als würde man eine Wunde ausbrennen. Gehen wir. Ist zwar eine Sicht von oben, aber richtig geil. Mal sehen.
natürlich noch einen Schuss. Ach, schön. Von der Grafik her kann man nicht schmeckern. Top. Gefällt mir. Meine kleinen Götter, seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Ich schulde euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Aber als ihr den Star berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück. Damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seth. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbannen. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verwelkt seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Da! Seth schickt seine Armee. Er hat den Kreislauf von Leben und Tod entweiht und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Na, komm, ja. Die Macht von Osiris ist immer noch... Wenn wir ihn erheben, wird seine Glyphe auf alles einwirken. Naja, wie war das hier? Ah ja, genau. Eine Öltaste. Und es gibt hier 1000 Waffen zur Auswahl. Reicht. Hab dann schon Haken hier. Yep. Es muss einen Weg nach oben geben. Noch mehr von Seths Soldaten. Schicken wir sie ins Jenseits. Mistviecher. Vertraut machen wir das Game. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn Amit euch findet. Das ist schwierig, simpel gemacht. Wir sind tödlich. Einfach. Wir müssen vorsichtig sein. Ach ja, mit Kuh. Bombe setzen wir uns hin. Sehr praktisch, diese Bomben. Haltet euch einfach von der Explosion fern. Wir werden daran denken. Nehmen wir hier unseren super Haken. Und dann... Nein! Dazu bin ich noch zu dem ist. Na, kommt her. Na. Die Sicht ist jetzt schon extrem weit oben. Letzten Sex mit Ehren bekommen, ne? Ja, ja, ne. Ey, das ist ja schon peinlich hier, ey. Das funktioniert das nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja, nur nach oben, alles klar.
Mensch, Mensch, Mensch. Kann man ja zum Zeug. Manchmal hakt es hier bei 30 FPS mal 60. Ah, das ist schön hier.